Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, wir müssen wieder hinter die letzte Schutzmauer. Davor schauen wir noch, ob wir was Tolles erforschen können. Ansonsten ist das Auto komplett losfahrbereit. Hier unten noch nicht. Dafür braucht man nur noch ein Plasma. Das kriegt man doch irgendwie. Und hier für eine neue Antenne braucht man Leiterplatte und Limmagneten. Die haben wir noch nicht. Ansonsten, ja, Spinde braucht man gerade nicht. Braucht man hier auch nichts bei Lampen. Hier auch nicht. Reifen auch nicht. Oh, vielleicht hier noch so ein seitliches Gestell. Das war unsere letzte stabile Energie. Oh je. Aber wir werden schon klarkommen. Vielleicht können wir was Neues dran dingeln. Na, da kommt sie doch hin. Vielleicht noch mal eine Seitentasche oder eine Turbine oder was auch immer uns hier Schönes einfällt. Bei Batterie haben wir leckbeständige Batterie. Verhindert nass, verhindert geladen. Okay. XL-Dachbatterie, die braucht man, glaube ich, erstmal nicht. Anker-Energieumwandler. Ja, aber gerade haben wir eigentlich richtig gute Energie immer. Ich würde das Ionenschild mal nehmen. Eine viel effektivere Lösung als eine Bleiwand. Dieses Feld geladener Teilchen fängt einen Großteil der ionisierenden Strahlung auf und neutralisiert sie. Ein Lebensretter. Naja gut, machen wir auf jeden Fall das. Naja, dann ist der Forschungsbaum jetzt auch weiter offen. Können wir uns hier direkt ansehen. Nicht da, sondern da. Nitro, können wir direkt machen. Her damit. Hoffentlich können wir es auch craften. Yay. Wo kommt der rein? Also Nitro will ich auf jeden Fall. Können wir machen. Herstellen. Okay. Ist, glaube ich, eine Heckstoßstange, oder? Sieht eine Stoßstange aus. Nehmen wir die mal weg. Ist eh schon rostig und giddelig. Nitro-Antrieb. Ich freue mich ja so. So, das kommt hier, obwohl es gut aussieht, in den Materie-Regenerator. Kommt vielleicht dann ein bisschen rostfreier zurück. Ich glaube es zwar nicht, aber Versuch ist es wert. Na gut, Motor. Oh, wir können einen Motor mit Lim-Chips herstellen. Ansonsten, hier können wir gerade nichts machen. Olymp-Fragment habe ich nicht. Geist des Relikts müssen wir scannen. Vielleicht dann machen wir doch den Motor. Auch wenn wir noch keine Motoren craften können, weil die scheiß Ressourcen intensiv sind. Wir schauen mal, was die kosten. Also, wir haben Motor mit Lim-Chips. Ja, da braucht man viel. AMP-Motor braucht man viel. Wer hätte das gedacht? Und hier braucht man eigentlich nur noch Kupferdraht und Gasflaschen. Haben wir leider nicht vorrätig. Der Rest passt. Vielleicht nehmen wir die mit. So, dann können wir irgendwas noch an unser seitliches Ding friemeln. Und ich würde sagen, da vielleicht ein Kraftwerk. Hydrogengenerator, warum nicht? Passt. Passt hin, hat Luft, was soll's. Na gut, das tue ich noch hier randingeln und dann planen wir die Route und dann geht's los. Beziehungsweise die Route führt eh hier hin. Wie wir da hinkommen, ist uns überlassen. Wir fahren wieder über E2, das sieht sympathisch aus. Das sieht sympathischer aus. Na gut. Los jetzt. Alles voll. Wunderbar. Licht funktioniert. Oh, den Scanner wollte ich gar nicht. Ist ein bisschen blöd, dass er darauf liegt. Shift ist doch mein Flutlicht. Das ist wunderbar. Und ja. Würde sagen, effektiv. So, egal ob es jetzt stürmt oder schneit. Nee, Quatsch. Ob die Sonne scheint oder ob es regnet, kann uns schön egal sein. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Strom regenerieren und generieren. Da freut sich die Autobatterie. Jo, Spiel, lade. Könnte ich mich doch nicht zwingen, hier alles manuell rauszufriemeln und zu suchen, wo ich skippen muss. Ich würde sagen, ja, wir haben eigentlich keine Energie. Fahren wir mal. Nee, das ist zu weit weg. Wir fahren direkt in die nächste Zone. Wir brauchen ja erst ganz, ganz später Energie. Und da kriegt man richtig große Energiebrummer. Da müssen wir jetzt den Umweg nicht machen. Wir müssen hier einfach durchfahren. Nochmal ein Entführer oder gleich mal ein Entführer da links.
richtig unsympathisch. Okay, hier sind wir in einer Siedlung, waren wir auch noch nie, interessant. Finde ich wirklich interessant, dass wir noch nie in so einem Ort hier waren. War da ein guter Truck? Sieht aus wie ein Truck. Einmal zurückfahren. Das müssen wir uns genauer ansehen. Vielleicht war es auch nur ein Haus. Ja, das war ein Haus mit entsprechendem Fragment. Ist aber interessant hier. Hätte jetzt nicht erwartet, dass wir hier noch in so ein schönes Dörfchen kommen. Naja. Wäre bestimmt gut gewesen, das mal zu looten, aber aktuell sind wir versorgt mit allem Nötigen. Ich hoffe, ich habe genug Reparaturkram dabei. Naja, wäre aber früh genug rausfinden, habe ich das Gefühl. So, Plasma brauche ich nicht. Den Truck durchsuchen wir aber. Alles gut. Ja. Plasma-Ding macht Geräusche, darf er ruhig machen. Oh, wir haben letztes Mal ja eine riesige Perle mitbekommen. Die habe ich noch nicht verwertet, das habe ich vergessen. Das wollte ich eigentlich jetzt mit euch machen, aber irgendwie ist mir das entfleucht. Da ist bestimmt auch noch richtig gute Ressourcenansammlung drin. Na gut, werden wir irgendwann anders wiederholen. So, was ist jetzt die Straße? Geradeaus. Geradeaus geht's weiter. So wie es aussieht, ist kein Truck mehr vor uns. Na gut, dann haben wir für die Zone genug gelootet. Noch schnell durch den Tunnel. Mach mal Licht an. Oder noch besser, ich mach Flutlicht an. Ist doch besser als jeder Scheinwerfer. Kostet halt Energie wie blöd wahrscheinlich. Aber wir sehen was im Tunnel. Na, ich spar's mir für später. Nein, das wollte ich doch nicht. Obwohl, das war auch nicht schlecht zu sehen. Während er gescannt hat und alles so blau war, hab ich besser gesehen als mit Flutlicht. So. Schon gerade wieder gedacht wegen dem gelben Teil hier, dass mein Reifen schon wieder einen Platten hätte. Nee, zum Glück nicht. Das ist irgendwas anderes. Hat ja auch so Schläge getan wie beim Platten. Ich bin froh, dass es nicht platt ist. So. Dann einmal nach E2 und dann vielleicht mal nach C2. Das heißt vielleicht, das ist der einzige Weg, der uns bleibt, aber... Verzeihung, bisschen verschleimt. Vielleicht skippe ich die Sequenz. Vielleicht. So, die ist eigentlich auch weit entfernt. Na egal, aber ein bisschen Energie bräuchten wir. Das ist die letzte Möglichkeit, stabile Energie zu bekommen. Dann wird's richtig instabil. Wir fahren mal hin. Und wir sollten gerade Strom generieren. Na, Blitzableiter hätte man natürlich auch machen können. Dann hätte es was gebracht, da durchzufahren. So. Nur kurz am Durchbrausen. Oh, nicht schon wieder so ein Elektrohäschen. Ich glaube, den müssen wir gleich ausweichen. Nein! So viel zu ausweichen. Ha! Glaube ich. Ich habe zumindest den abgeschüttelt. Ist hier immerhin mal was. So, irgendwo, da rechts sehe ich schon. So. Ja. Du Arsch. Weg mit dir. Und ich brauche mal. Nein! Komm nicht zurück! Scheiße. So eine Scheiße. Wo sollst du es lassen? Hinfort! So, ein bisschen mehr. Mehr mit mehr Schmackes wegwerfen. Gut, und dann fahren wir direkt schon zur nächsten Zone. Oh ja. Minimale Energie haben wir. So, lasst mich hier durch, Jungs. Echt, ist es da oben auf einem Berg? Ich schau mal, ob wir hier rechts runterkommen. Direkt zur Straße. Es gibt zumindest eine Brücke, so wie das aussieht. Ja, macht glaub Sinn hier, die Querverbindung wirklich zu nehmen. Nicht, dass wir am Ende vorm Riesenberg stehen und das Auto das nicht mehr schafft. Nein! Nicht dagegen fahren. Naja,
Dann muss er irgendwie jetzt schaffen. Komm schon. Ach, du bist ein tolles Auto. Du bist einfach ein tolles Auto. Tanken müssen wir gerade nicht. Nur den Weg müssen wir wieder finden. Nein, wieso fahre ich denn wieder runter? Ich dachte, wir müssen hoch. Hätte ja einfach außen rum fahren können. Und da ist das nächste, der nächste Anker. Ja, was? Wenn ich jetzt aus Versehen da lang gefahren bin, das war wirklich keine Absicht. Nehmen wir den einfach mal mit. Dann haben wir da wirklich einen Berg und eine riesige Brücke. Ich glaube, wir müssen nach rechts drehen, damit wir da oben hochkommen. Wir schauen mal. Schnapp ihn dir, Tiger. So. Ach nee. Du kommst schön her. Und verziehst dich. So. So muss man mit Hiesin reden. Zumindest mit denen, die einem Stromstöße geben. So, und dann müssen wir hier irgendwie links hoch. Nicht gegen die Felsen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist wahrscheinlich da oben hoch und das wird... Geht das überhaupt? Oh, ich dreh mich. Ich schlitter. Nicht schon wieder ein Häschen. Nicht schon wieder ein Häschen. Ah, nee. Ich glaube, das ist zu steil. Das wird zu steil sein. Ha! Arsch. Ach komm, ich hatte ein anderes erwischt. Ich glaube, die waren zu zweit, oder? Nö, nee, Auto leidet gerade nicht mehr. Alles gut. Auto leidet wieder, aber ich glaube, das liegt an was anderem. Komm irgendwie da hoch. Ja, hier liegt ein Audiolog. Dafür will ich eigentlich nicht unbedingt aussteigen. Einfach hier die scheiß Klippe hoch. Weiß, das ist ziemlich viel verlangt von so einem Auto, das nicht dafür gemacht ist. Ich habe extra Geländereifen drauf gemacht. Komm schon. Ja, ich weiß, Steigung. Oh, Straße. Wir haben es geschafft, wir sind auf der richtigen Straße. Hui. Hab gedacht, wir müssen doch noch ganz zurückfahren, um die Kreuzung da unten zu erwischen. Naja, haben wir ja auch fast. Ist egal. Jetzt ist alles wieder in Butter. Genau so soll das sein. So, euch müssen wir nicht berühren. Oh, bei der Steigung darf sich eigentlich noch nicht beschweren. Es war ja nur eine ganz normale Straßenerhebung hier. Ich wünschte echt, wir hätten schon einen neuen Motor. Weil so langsam... Ja gut, 40 Meilen konnten wir tatsächlich nicht so wie 70, 80 km/h vor. Komisch. Von mir aus hätte es ein bisschen schneller sein können. Ah, dafür gibt es ja die anderen Motoren. Ja, das hier ist echt eine Dauerbelastung an Steigung. Oh, da ist wieder so ein... Nee, das ist nur mistige Autos auf einem Haufen. Ich dachte, wir kriegen gleich wieder den Stromstoß unseres Lebens. Dem war zum Glück nicht so. Boah, hier auf der Brücke könnte man natürlich auch sehr, sehr unfaire Anomalien platzieren. Eine so ein Kugelwolkenblitz, sodass man nicht durch kann. Beziehungsweise einfach durch muss. Ui, 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 ui. Da wollte ich außen rumfahren und dann habe ich es auf doppelte Weise verkackt. Naja, passiert auch mal. Ja. Ja, und noch ein Häschen. Ist ja recht. Nicht runterfahren. Genau deswegen hat man Leitplanken. Ja. Na gut. Wir haben es gleich geschafft. Da bin ich beruhigt und das Auto wahrscheinlich noch viel mehr. Wie sah man eigentlich noch Scheibenwischer an? Das geht nur auf die Batterie. So. Wieder Licht, sonst sehen wir ja überhaupt nichts. So. Nein! Hab ich den noch gestreift mit dem Arsch. Wollte ich aber nicht. Wollte zwar knapp vorbeifahren, aber ich wollte vorbeifahren. So. Jetzt hinter die zweite Mauer hoffentlich. Wenn ich richtig... Na, kann sein, dass noch ein dazwischen ist. Wir schauen mal. Müsste aber eigentlich jetzt demnächst...
C2, da wollen wir fast hin. Und als nächstes kommt eine irre instabile Zone und das im innersten Bereich, das hat man noch nie. Das wird schmerzhaft, da würde ich auch einfach weiterfahren. So, das Teil braucht man und dann gehen wir raus. Weil so kommen wir aktuell nicht zurück, wir brauchen da doch deutlich mehr Energie. Verdampfendes Benzin, was ist das denn für eine Bedingung? Nein, danke. Ich brauche mein Benzin. Wäre mal schön, wenn es Benzin regnet. Dann könnte man zwar auch nicht aus dem Auto raus, aber dann könnte man wenigstens günstig tanken. Und dann sollte man kein Feuer machen. Das ist dann der weitere Nachteil. So viele schöne Ressourcen, an denen wir vorbeifahren. Boah, richtiges Kreuzfeuer hier. Was ist denn da los? Okay. Ja, die betteln sich hier irgendwie. Ah! Und mein Benzin nimmt so schön ab, das ist nicht gut. Das geht ja auch aus den Reservekanistern bestimmt raus. So. Hier haben wir einen Energiebeutel da unten. Hui! Hui! Noch einen Führer, hui! Au. So, raus hier. Wieso machst du die Tür zu, Kollege? Nein, ich will doch nicht rein. Ich wollte nur die Tür aufmachen. Ja, manchmal ein bisschen kompliziert für mich, was ich eigentlich dem Auto sagen will. Mach doch zu. Au. So. Das war eine gute Energiespritze. Er ist ja recht. Wir müssen da nach links fahren. Oh, Zustand kritisch. Wie ist das passiert? Da wäre man beinahe draufgegangen. Uhuhuhuhu. Ja, wenn alles so komisch aussieht, sehe ich teilweise nicht, dass die Gesundheit auch dementsprechend niedrig ist. Das wäre beinahe wirklich schief gegangen. Was war das hier für ein Symbol? Also, das war nur ein Portal, das wir nicht benutzen dürfen. Das ist in Ordnung. So, gleich haben wir die Straße wieder und dann können wir direkt weiter zur nächsten Zone. Bevor das ganze Benzin verdampft ist. Komm schon, heil dich. Ja, das sieht wieder besser aus. So, Straße haben wir auch erreicht. Zumindest die Außenseite davon. Irgendwo wird es eine Lücke in der Leitplanke geben. Da. Ich würde sagen, das hat gut geklappt. Batterie ist voll. Voller denn je. Nicht voller denn je, aber sie ist richtig voll. Kann man sogar... Ne? Will mich hier alles attackieren? Da bin ich aber kein Fan von. So, Auto hat gelitten. Das ist schlecht. Da müssen wir kurz anhalten und einmal drüber gehen. Einmal kurz drüber gehen. Weil jetzt kommt wirklich eine krasse Zone. Das... Hier war ja praktisch nichts und wir sehen so aus. Wie soll das dann bei der anderen sein? So. Wieso hast du so gelitten? Bestimmt wegen dem Säure-Ding. Alter, das ist ja alles am Arsch. Warum? Hab doch alles referiert gehabt. Die Scheinwerfer, oh. Gut, die dürften versagen. Wir haben ja gutes Flutlicht. Also das ist neues Verhalten vom Kofferraum. Das macht er eigentlich auch nicht. Ich glaube, das ist eine Macke. Entweder das oder ein Geist hat davon Besitz ergriffen. Deswegen würde ich eher auf Macke tippen, aber man weiß ja nie. So. Willst du zubleiben? Ja, ist ja gut. Au. Ja, haut mir jetzt das ganze Zeit das Ding auf den Schädel. Das ist natürlich unpraktisch für mich. Na gut, weiter geht's. Auto. Ja. Ist ja gut, Kollege. Was hat man dir angetan? Schnell in die nächste Zone. Wo wir auch wieder tanken müssen. Scheiße. Wo sind wir denn? C2? Ich wäre beinahe dahin gefahren. Das wäre ja komplett falsch gewesen, Alter.
A6. Richtige Losung gefunden. Oh, das wäre bitter gewesen. Das wäre richtig bitter gewesen. So. Kurz anhalten und auftanken. Kofferraum scheint nicht mehr wild um sich zu schlagen. Finde ich wieder angenehmer. Was waren die ganzen Extrembedingungen? Ich habe nur einen Teil gelesen. Sowas wie Batterieschwäche und so weiter. Egal. Wir setzen uns gleich rein und dann werden wir es ja sehen. Komische Geräusche wieder. Oh, das wäre natürlich klasse, wenn wir das da einfangen können und dann da raus. Es sind halt extreme Bedingungen. Wir sind extreme Typen, würde ich sagen. Einmal geradeaus und dann raus. Auto ist geflickt. Was war das für ein Regenbogen, der uns attackiert hat? Keine Ahnung. Ressourcenscanner. Boah. Autofracks halt. Kennt man. Hui. Hui. Ja, das Geschwindigkeitslimit überschreiten wir aber. Ja, macht echt Spaß gerade hier. So, das ist ein kleiner... Nein! Lass mich in Ruhe. Nimm wieder mein Limpulsschild. Arschlöcher hier. Greifen einfach meine Scheinwerfer an. Zum wiederholten Male, das sind Wiederholungstäter. Wünschte, man hätte ein gutes Mittel gegen die... Eine Waffe oder so ein Fackelwurfeinrichtung. Irgendwas, was hilft auf jeden Fall. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Ich glaube, es wird nicht besser, wenn man nur vorsichtig sagt und nicht vorsichtig ist. Wieso drehen wir uns? Was habe ich gemacht? Komm, dreh dich zurück, Auto. Scheiße. Einmal Notteleportation. Boah, halb so wild. Hier kommt man doch locker den Berg runter. Müssen wir ja nachher nur wieder rauf, das klappt schon. Na gut, aber diesmal kriegt man den großen Energiekern da. Also ich finde das wirklich sympathischer als die Sumpfzone, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt. Anomalien sind eigentlich in Ordnung. Kann man sich nicht drüber beschweren, sie sind da und das auch in rauen Mengen. Jetzt mit Speed und Leidenschaft geradeaus. Boah, ich scanne ab und zu nach Ressourcen, weil an Batterie wird es uns gleich mangeln. Die geht ja wirklich in die Binsen. Und die Zone schließt sich. Ich brauche dann besseren Wegpunkt hier. Wir fahren aber geradeaus, da erstmal wieder hoch. Dann sollten wir auf die Verbindungsstraße kommen. Oh oh, das wird knapp. Komm schon, schaffst du. Tolles Auto. Ja, tolles Auto. Und da ist oben die Brücke, da wollten wir gar nicht hin. Wir wollen hier nur weiter. Lass mal schauen. Wir müssen eigentlich nicht über die Brücke, sondern wir müssen einfach links eine Straße finden. Tankstelle Hammer gefunden, das ist super. Und dann hier die Straße entlang. Und dann ab durch die Mitte der Zone. Ja, aber für Energie war es gut, dass wir da angehalten haben. Würde ich sagen. Das Auto hat zwar ein bisschen gelitten, aber es hat schon mal mehr gelitten, also... Würde ich das als absoluten Gewinn für uns festhalten? Na, wieso lässt sich es jetzt nicht so gut steuern? Ja, vielleicht auch die Frage, ob ich hier einfach abkürzen sollte. Oder ob ich die schöne Straße langfahre. Normalerweise hat man zumindest bei der Straße so eine Art Grundsicherheit.
die ich eigentlich begrüße. Weil da weiß man zumindest, dass das Auto nicht am Felsen irgendwie zerschellt oder sich wieder umdreht. Nein, dreh dich. Straße? Da. Straße gefunden. Und so viele Wendungen gibt es jetzt auch nicht mehr. Hui. Nein, Entführer. Oh, Magnetisierer braucht man. Scheiße, die braucht man. Dafür habe ich auch was dabei. Nämlich die Teile hier. Wenn man die reintun, kommen Magnete raus. Wenn es gut läuft. Verschwinde! So viele schöne Limmmagnete. Oh Mist, da haben wir zu wenig. Das sollte doch eigentlich passen. Komm schon. Ja. Wertvolle Ressourcen. Und weiter geht's. Haben es ja gleich rausgeschafft. Na also. Wertvolle Ressourcen noch gleich mitgenommen. Ohne dass hier großartig was passiert ist. Ist das nicht wunderbar? Und das war die schlimme Zone. Jetzt kommt wieder hoffentlich was Angenehmeres. Selbst alle Reifen sind noch voll funktionsfähig. Ich bin schockiert. Aber positiv schockiert. So. Zum Missionsziel bitte. Und ich glaube, Sprit ist noch voll. Die Batterie hat nur Probleme. Es kann sein, dass wir die laden müssen. Vor allem, wir müssen ja dieses Limmschild mit uns umherschleppen. Auf der anderen Seite haben wir Solarkollektoren. Okay. Gehen wir erstmal zum Missionsziel. Ich hoffe mal, das Solarding reicht. Lampe ist aus. Ressourcen-Skin, ach, den könnte ich mir auch sparen. Give us the rundown, Francis. Me? The electrical grid is your department. You know the plan as well as I do. So you'd rather trust me than have to speak up for yourself? Guess you're on your own, driver. Good luck. Okay, fine. The regular anchors aren't enough to overcharge the arc device to the level we need. But there's an old anomaly barricade we can piggyback onto. It's archaic technology, an early attempt to stop anomalies from drifting out into the wider Olympic Peninsula. It worked for some time. Until it didn't. But long enough to get the old wall built. The barricade's in bad shape, but what's a little rampant voltage leakage? Not like the ghosts and goblins of the Deep Zone will mind. Experimentiert schon gerne, oder? All the better for Francis, huh? Appreciate the olive branch, ja. But boy, do you have a lot to learn about the paranormal. I'd be happy to give you a primer after all this is over. Ugh, hard pass. I'm far too old for that. The car will induce a current along the barricade, in the same way you did it crossing the old wall. Every connection point needs to be induced within a limited time. Electrify the entire barricade, and we'll have all the power we need. Was willst du, dass ich tue? Floor it, driver. Okay, das kriege ich hin. You're near the barricade's operating station. Can you get in there and look around? We need something that will give us the lay of the land. Was? Dachte, ich soll einfach fahren. Oh, ein cooler Soundtrack gerade. Ich wünschte, ich hätte meinen Akku davor geladen. Bam, 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 bam. Ah, gefällt mir. Ja, ich mach was richtig. Alright, it's working. Das ist das Mindeste. Oh, da wäre ein schöner Truck zum Looten, aber wir dürfen, glaube ich, nicht anhalten. Oh, das ging beinahe in die Hose. Und noch woanders hin. Komm schon. Batterie sieht eigentlich wunderbar aus.
bisschen schneller. Oh, ich hab Nitro. Hab ich gar nicht verknüpft. Ich bin ja ein Vollidiot. Das kann man jetzt nicht verknüpfen während. Vielleicht bei der nächsten kurzen Pause, falls sie die hier lassen, so wie beim letzten Mal. Muss ich da in den Turm? You're making good time. Keep it up. Okay. Was müssen wir ersetzen? Vielleicht hier Flutlicht. Braucht man nicht Nitroantrieb. Nein! Nitroantrieb. Gut, auf Shift Nitro. Wow! Das zieht aber. Wofür dann einen besseren Motor? Das reicht doch. Limmschild braucht man natürlich. Oh, ist das cool. Das hätte man viel früher schon haben müssen. Dankeschön. Du siehst auch gut aus wahrscheinlich. So, hier rum. Energielevel ist eigentlich stabil, da bin ich sehr zufrieden. Ein Glück haben wir so viel Batterien gerade im Auto. Das kriege ich auch noch hin. Ja. Nein. Nein. Hui. Beinahe in einen von diesen Crash-Test-Dummies gelenkt worden. Ah, ihr macht das hier ganz gut, würde ich sagen. So, diesmal habe ich den rechtzeitig gesehen, den Zerschnitzler da. Schauen. Irgendwie ist das cool. Es war eine komische Quest und irgendwie auch dasselbe wie letztes Mal, aber irgendwie hat es was. Macht Spaß, mit seinem Auto mal wirklich die Sau rauslassen zu können, okay, auf einer Straße, wo man länger fahren kann. Weil ansonsten steigt man ja meistens nur aus dem Auto. Wie viele Barrikadentore gibt's denn noch? Vorsicht, nicht drehen. Oh, Batterie nimmt ab. Wahrscheinlich wegen dem Nitro. Wahrscheinlich wegen dem Nitro und weil die Sonne weg ist. Macht unser Solarding nichts mehr. So, ich hoffe, das ist das letzte. War das das letzte? Recharged. Arc device readings at 4.2 gigajoules and holding steady. Good. Okay. Then we're all set. The arc device is ready to go. It'll hold that charge for as long as we need it. Ja, wo muss ich hin? Jungs? Jungs. Pedal to the metal, driver. Storm's coming. Okay. Jetzt muss ich da nach links, dahin. Na gut. Vorsichtig. 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 Er war vorsichtig. Ich bin stolz auf uns. Was macht man uns überhaupt Sorgen? Wir haben Nitro! Ist das geil. Ist das geil. Ah, beste Erfindung in dem ganzen Spiel. Volle Power voraus! Das ist klasse. Das ist einfach klasse. So, wieder zurück und diesmal in Premium-Kondition. Schaut euch mal den guten Zustand an, in dem wir sind. Nice work out there. Dankeschön. The whale could be a lot. Take your time and gear up. No telling what that remnant's going to unleash.
Ja, werden wir mal rausfinden. Das Ende der Reise. Danach wird das Spiel vermutlich aufhören. Ja, kriegt man dann beim nächsten Mal auf jeden Fall hin. So, das Auto mache ich wieder in Abwesenheit von euch. Hey, Driver. Ja. I sent you something, if you don't mind taking a look. Okay. Nimm ihn mit. Okay, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich das Auto wieder offscreen repariere. Der Postbote, ach, das war von mir. Okay, in Memoriam. Tobias' favorite cryptid of them all. If it's okay. Not too much to ask, if you could put it on your dashboard. Ja, so warum Tobias denn nicht? Can come along for the ride, for wherever you're going. But don't feel obligated by any means. Du hast mir jetzt schon geschickt. So, wie mache ich das nochmal dran? Da ist sie. Installieren. Installiert. Hoffe ich doch mal. Das ist jetzt auf dem Armaturenbrett. Da ist es ja. Ein schönes, schönes, fettes Vieh. Sieht ein bisschen aus wie ich. Na gut. Auto repariere ich. Ja. Später noch. Und dann zur nächsten Folge sind wir direkt abfahrbereit. Und sehen uns wahrscheinlich das Ende von Pacific Drive an. Ich freue mich drauf. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.